So, damit ein herzliches Willkommen bei den Feierabendspielern. Heute machen wir mal keinen Livestream. Ja, es gibt mal ein Video. Wir haben ja gestern im Livestream, vorausgesetzt, das Video kommt heute, ich nehme jetzt gerade am Mittwochmorgen auf. Wir haben ja gestern so ein bisschen hier ME-System angefangen, also mal die Grundlagen gelegt. Dann haben wir draußen bei den Seeds weitergemacht. Meiner haben wir umgestellt und es ist schon wieder Nacht, ist ja klar. Jetzt werden wir ein bisschen weitermachen. Und zwar dachte ich mir, wir könnten vielleicht noch draußen bei den Seeds weitermachen, dass wir noch ein bisschen Gold dran schaffen. Wir brauchen die richtigen Seeds dafür. Und da werden wir jetzt mal schauen. Magical Crops. Und zwar brauchen wir die hier. Da brauchen wir die Dinger in Blau. Und wir dürften ja eigentlich, da wir das gestern auch automatisiert haben, dürften wir ja jetzt eigentlich draußen genügend Material haben. Die Dia-Kiste sollte voll sein. Was macht er denn jetzt hier? Das schauen wir jetzt gleich mal. Oh ja, sehr schön. Das ist voll. Das werden wir auch gleich wieder zusammencraften, das Zeug. So, wieder Platz kriegen in der Truhe hier. Werden wir auch nachher noch zwei Kisten machen oder drei, dass wir da einfach ein bisschen mehr einlagern können. Dürfte erstmal so weit reichen. Wir brauchen die Dinger in Blau, das heißt Master Infusion Stone. Da rein. So. Werden wir jetzt gleich zusammenbasteln, denn wir brauchen sowieso immer mehr die höheren. Brauchen wir die gar nicht so dick abspeichern. Die werden wir erst dann abspeichern, wenn wir auch die Deep Storage Units machen können. Aber das dauert noch. Deep Storage Units dauert noch ein bisschen. Ja, wir können eigentlich, ja, was heißt dauert? Wir könnten sie eigentlich schon bauen. Shiny haben wir. Wobei eigentlich das Shiny viel wichtiger wäre. Platin, ja, mal gucken. Die hauen wir auch noch weg. So. Haben wir die in Blau. Da könnten wir uns jetzt schon mal wieder vier von den guten machen. Schauen wir mal, wo das Platin ist. Ich glaube, hier, da brauchen wir, genau, da brauchten wir die da. Können wir uns aber kein Gold machen. Ich glaube, aktuell wäre wichtiger, wenn wir Gold hätten erstmal. Das werden wir auch so tun. Wir uns aktuell Gold machen. Was brauchen wir denn da noch? Den hier und Gold außenrum. Haben wir die Goldseeds. So. Wir können jetzt alles mal hier weg. Nehmen wir die Gießkanne mit. Spielen ein bisschen Gärtner. So, Goldseeds da rein. Drauf gießen. Ich werde die meisten Seeds, beziehungsweise die meisten Pflanzen werde ich aber offscreen machen. Denn wie ich im Livestream schon gesagt habe, ich möchte ja nicht zumuten, hier ganze Folgen damit zu verbringen, mir zuzuschauen, wie ich hier diese Seeds hochpushe. Ich denke, da bauen und Maschinen und Technik und so weiter ist dann doch interessanter. Aber ich brauche aktuell einfach das Gold dafür. Der Miner dürfte zwar eigentlich auch wieder was nach oben gefördert haben, aber so kriegen wir das halt schneller. So, jetzt muss das umgesetzt werden. Und zwar hierher. So natürlich, genau. Brauchen wir den quer nicht. So. Kreuzen wir die mal. Jetzt wieder Unkraut. Das ist... Irgendwie ist da heute der Wurm drin, das Gefühl. Ja, also, Mann! Kann ja nicht wahr sein. Ist hier der Boden schlecht oder wie sehe ich das? Ah, jetzt, geht doch. Das geht doch. Die werden wir jetzt schnell kurz durchprügeln.
müsste das Ganze vielleicht einfach mit einem Sieg nur machen. Geht auch. Es müssen ja nicht immer die zwei sein. Man kann das auch im Wechsel machen mit einem Sieg. Ich mache es halt immer so, so bekomme ich halt immer gleich zwei. Na komm, nicht wieder Unkraut, geht doch. So will ich das haben, genau. Denn so geht es nämlich auch schnell. So. Nicht, dass wir die falschen wegmachen, sonst kommen wir hier nie weiter. Aber da war ich schon froh, dass ich bei einer Tour diese 5 Gießkannen gefunden habe, hier reinforced. Das war eigentlich ein sehr, sehr seltener Zufall. Ich meine, eine ist ja schon mehr als ein Zufall, aber dass ich gleich 5 gefunden habe, das ist natürlich top. Da kann man richtig schön arbeiten, denn die Dinge macht man eben aus dem Bedrockium. Und bis wir dahin kommen, das dauert. So. Ja, es wird langsam, ne? Wir kommen voran. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig dazu zu schauen, aber das muss leider jetzt sein, weil ich halt eben mehr Gold brauche. Werden wir auch gleich noch den Miner ausleeren gehen. Und dann müssen wir mal vielleicht noch in den Nether. So, mal schauen, ob wir es diese Folge noch schaffen. Denn wir brauchen Witherschädel. Ich möchte nämlich auch die Pflanzen hier machen für die Witherköpfe. Das waren die letzten. Scannen wir mal, wie weit wir schon sind. Dürften eigentlich schon 4, 5 sowas sein. Oh, wir sind schon irgendwie bei 6. Sehr schön. Aber die erstmal alle wieder in den Müll. Die brauchen wir nicht. Man merkt ja schon, je näher man da 10 kommt, sie wachsen auch schneller. Der Ertrag wird höher von den Dingern. Ich glaube, bis 5 oder so fallen immer 2 an, darüber fallen dann 3 an und bei 10 fallen dann pro Pflanze 4 von der Essenz an. Also geht schon was. Na komm, na komm, na komm. Normal kann man sagen, so ein Richtwert ist, wenn man die Dinge hochzieht, ein Stack von den Crops, von dem Holz, wird draufgehen. Dann müsste man ungefähr am Ende sein. Es geht natürlich schneller, wenn man aus dem Modpack den Industrial Craft Mod entfernt, der das Unkraut hier verursacht. Aber es ist so, der Mod ist eigentlich, wenn man es richtig sieht, sowieso schon völlig OP, weil in dem Moment, wo man das Zeug hat, angepflanzt, hat man eigentlich kein Problem mehr. Also auch Dias überhaupt kein Problem, hat man mal ruckzuck 20.000, 30.000 Dias und ohne, dass man meinen gehen muss. Eigentlich ist dieser Mod ein bisschen OP, aber ja, ich habe den mit reingenommen, ich mag den eigentlich ganz gern und mir geht es eigentlich vorrangig, oder uns geht es eigentlich vorrangig darum, was zu bauen und nicht die ganze Zeit permanent durchzufarmen. Auch wenn unser Heavy da vielleicht ein bisschen anderer Meinung ist. Unser Heavy geht gerne farmen, aber kann er ja trotzdem machen, ne? Material kann man nie genug haben. So, machen wir mal die noch weg, dann werden wir mal gucken, wie weit wir jetzt sind. Das war der letzte. Wir haben schon eine 10. Sehr schön. Dann haben wir es auch gleich schon fertig. Schneller gegangen jetzt als erwartet. Macht auch nichts, bin ich gar nicht böse. Die anderen Pflanzen, die werde ich dann alle so weit offscreen machen, wie es eben vom Aufwand her geht. Wenn wir dazu was besorgen müssen, das werden wir natürlich nicht offscreen machen, dann soll ja das sehen, wenn wir die Teile dazu besorgen. Aber so diese Pflanzen zu machen, das werde ich dann offscreen machen. Oh, das ist ja
Ende ist ein bisschen doof, ne? Ja, ich war jetzt immer Unkraut. So, dürften eigentlich schon fast fertig sein mit der 10. Gucken wir jetzt gleich, nachdem wir die haben, hauen wir die anderen jetzt mal weg. Scannen die nochmal. Das war der letzte. Ich hoffe, der ist fertig jetzt. Nein, der ist noch nicht fertig. Dann dürften es die ja auch nicht sein. Aber beim nächsten Rundumschlag sollten sie... Oh doch, das sind 10er. Die sind durcheinander gebracht hier. Das heißt, das müssten ja auch schon 10er sein. Und 4, da hätten wir schon unsere 9. Machen wir noch einmal mehr, dass ich ein bisschen Reserve habe. Falls mal irgendwas kaputt gehen sollte, man weiß es ja nicht. So, alles weg. Einmal die 6 durchscannen, dann gehen wir zwischendurch mal pennen. So. Und 10, 10, 10. Sehr schön. Gehen wir hier hoch. Brauchen wir noch ein Werkzeug. Sollen wir noch mitnehmen? Das machen wir auch gleich. Das Zeug braucht eigentlich kein Wasser, aber ich habe immer noch einen Wasserspot hingesetzt. Kann ja nicht schaden. Denn normalerweise diese Erde, dieses Gartensäul, wie gesagt, braucht kein Wasser. Und das Zeug wächst auch schneller da drauf. So, somit hätten wir auch kein Goldproblem mehr. Die Gold-Seeds, die werden wir da reinpacken. Die sogenannten Sicherungs-Seeds. wie schaut es denn hier aus? Ach du ahnst es nicht, der ist schon wieder voll. Da müssen wir jetzt gleich noch, da bauen wir jetzt noch schnell 2, 3 Dia-Kisten. Nehmen wir noch ein paar Dias mit. Fünf haben wir, 1, 2, 3, 4. Dias fallen halt so gesehen auch ein bisschen weniger an, aber dafür hat man sie natürlich endlos. So, sehr schön. Jetzt habe ich noch das Werkzeug hierbei. Dass wir einfach ein bisschen mehr speichern können, erstmal bis wir unsere Deep Storage Units machen können. Auch so ein Außenlager machen, so ein kleines. So, wie sieht es denn hier aus? Haben wir denn noch Kisten? Kisten haben wir noch. Dann machen wir uns jetzt einfach mal vielleicht 5 Dia-Kisten. Dann haben wir aktuell mal genügend Material. So. Dann brauchen wir Glas. Das wird so natürlich nichts, ne? Man sollte das schon richtig ziehen. Dann brauchen wir die Dias für. So. Sehr schön. Das kann zurück. Das kann auch wieder rein. Das Zeug mit. Das, die Kisten kommen hier rein, die Item Pipes brauchen wir. Dann stellen wir uns das Zeug schnell hin. Hunger hat auch schon wieder der Kamerad. Heavys Kopf liegt hier am Boden rum. Den haben wir eingegraben, den Kollegen. So, das werden wir jetzt aber ganz einfach. Da machen wir jetzt ganz einfach die Stämme nur hierher. Ist ja eh nur vorübergehend. So. Das Zeug kann man ja auch weg, dass wir mal gleich wieder in den Kompostierer packen. So, da rein. Jetzt machen wir das hier. So, da
da sagen wir jetzt, da muss es rein. Da muss es rein. Da muss es rein. Hier und hier natürlich auch. Alles Insert. Hier vorne stellen wir auf Extract. Dann wird das so lange diese Kisten füllen, bis sie alle voll sind. Und erst dann wird die voll gemacht. Und somit haben wir jetzt eigentlich wieder schön Platz. Sollte jetzt gut klappen. Gold kommt jetzt ja auch schon an. Ihr seht, es geht ruckzuck, ne? 64, also ganz fast zwei Stacks schon. Also, läuft. So, die Gießkanne lassen wir hier. Ich habe eine gute dabei, so eine. Die Pipes, ja, die nehmen wir mit. Die brauchen da erstmal nicht sein. So, jetzt werden wir dann schnell nach unserem Miner gucken. Dass der auch wieder arbeiten kann. Denn den habe ich auf generell Ores gestellt. Also der holt alles aus dem Boden, was irgendwie geht. Deswegen dürfte diese Dia-Kiste mehr als voll sein. Dachte ich mir doch. Gut, dann nehmen wir erstmal das Zeug mit, was wir auch gleich direkt verarbeiten können. Und verarbeiten werden. Da haben wir jetzt auch Gold drin. Velodium brauchen wir sowieso auch für unseren Reaktor. Lead, Silber nehmen wir mit. Ihr seht, der Miner ist auch voll, deswegen füllt der hier schon wieder so kräftig. Halt, das wollte ich noch nicht, das brauche ich aktuell noch nicht. Einfach mal das Eisen muss weg. Problem ist natürlich, wir brauchen wirklich ein ME-System, weil ich weiß jetzt sonst bald nicht mehr, wo wir das ganze Zeug einlagern. Also 9 Dias nur, ist auch nicht viel, aber davon 46, das ist gut. Das ist sehr gut von den geladenen. Was haben wir noch? Das können wir noch alles mitnehmen. Mit Lead nochmal. Gold bringt er auch wieder an. Sehr schön. Aber ich werde vielleicht doch diesen Transmutation Table bauen. Ich wollte den eigentlich nicht so bald bauen. Aber einfach darum, um uns Material einzulagern. Wenn wir schon nicht benutzen, das zu bauen, dass wir einfach unendlich auch Material haben, dann können wir das aber auch einlagern. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Denn die Dinger hier, da passt auch nicht allzu viel rein. Nur 200 Stacks. Das ist auch ein bisschen knapp. Dann haben wir jetzt die geladenen. Das ist auch top. So. Hier drüben. Achso, Sand. Sand müssen wir noch holen gehen. Das werden wir jetzt aber noch schnell machen. Das ist nämlich sehr wichtig. Das brauchen wir. Dazu fliegen wir auch mal. Jetpack. Haben wir ein schickes Jetpack gemacht. Und Mechanism. Dann werden wir jetzt mal die Wüste abgraben. Denn wir brauchen Silikon. Silikon brauchen wir und das nicht zu knapp fürs ME-System. So. Bisschen schräg das Ganze, dann sieht das nicht so für die Umgebung ja jetzt auch nicht so dermaßen verunstalten. Einfach mal ein bisschen Sand. Was haben wir denn? Ja, brauchen wir schon auf jeden Fall mehr. Die zwei Stacks, die reichen bei weitem noch nicht. Bei weitem noch nicht. Wir können noch ein bisschen weiter weggehen von unserem Zuhause. Dann ist die Umgebung um unsere Hütte rum nicht so versaubeutelt. Da schlagen wir jetzt hier eine Schneise. So. Gleich mal hier so durch. Was haben wir denn hier aufgenommen? Quatsch, brauche ich nicht.
das tat weh. Jetzt gehen wir da mal durch. So, da haben wir auch gleich genügend Sand. Erstmal. Guck, vielleicht können wir uns irgendwie mal eine Mining-Welt machen, um hier, obwohl Sand können wir uns eigentlich auch herstellen, auf relativ einfache Art und Weise. Da müssen wir gar nicht jetzt irgendwo eine riesen Dimension erstellen. Was haben wir denn? Oh ja, das reicht jetzt. Dicke. Gehen wir zurück. Dann packen wir den Sand gleich noch in die Säckmüll. Und dann werde ich irgendwann mal demnächst auch schon mit Botania anfangen, weil ich möchte eine schnellere oder eine Rüstung haben, wo ich schneller laufen kann. Und da nehme ich eigentlich diese Botania-Rüstung immer ganz gerne. Und auch die Mod Botania, also finde die richtig geil. Da hatte ich mal in der Singleplayer-Welt, hatte ich da mal richtig Glück, was das anbelangt hat, weil bei Botania muss man ja diese Mana-Pools füllen, um alles Mögliche zu machen. Und da habe ich in der Welt, habe ich mal 3 von den Mana-Pools gefunden, von den Kreativen. Das heißt, die haben unendlich Mana. Da die richtig duseln, da kannst du einfach alles betreiben damit. Man musste eigentlich keinen Mana herstellen. Und das war natürlich schon nice. So, das hier geht am schnellsten mit dem Ding. Es geht aktuell am schnellsten. Ich weiß nicht, was der da draus macht. Achso, der kann hier so mal gar nichts machen. Wir brauchen auch erstmal hier Glas, packen wir da rein. So. Wie schaut es denn bei dir aus hier? Bei dir? Ah, Moment, da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich... Hat er mir das schon durchgeschossen hier? Das ist aber blöd. Das Ferris wollte ich mir eigentlich aufheben. Ne, doch noch nicht. Denn das muss da rein, denn nur da kommt auch Shiny raus. Kommt aber auch nicht gerade viel durch hier. Dann nehmen wir eine mit, da machen wir jetzt uns gleich die Silikon-Viecher. Da rein, so. Wir haben uns bald eine Sandproduktion machen müssen. Und aktuell kommt da ein bisschen wenig durch. So. Ja, da könnte man seine auch mal noch einen Hopper drauf machen hier. Wir haben sogar noch einen Hopper. Sehr schön. 2 Stück. Das ist mal da drauf. Wir hier mal noch 2 Stacks Sand rein. So. Hier rein das Zeug. Ist auch ein bisschen wenig noch. Ah, der Durchsatz ist schon ein bisschen knapp. Aber kriegen wir alles noch hin. Ist ja erst der Anfang von dem Ganzen. Aber da sollte ein bisschen mehr durchkommen hier, weil das ist irgendwie doof. Was bringt er denn jetzt hier? Der mir wieder ein Shiny gebracht, bis jetzt noch nicht, glaube ich. Aber Stahl haben wir dafür, sehr gut. Und sehr viel schon, da können wir uns eigentlich noch mal was machen, denn spielt aktuell ja keine Rolle. 6x Stahl, da brauchen wir noch Iron. Haben wir ja auch drin. 1, 2 und 3. Packen wir gleich hier rein. So, das Zeug kommt gleich da rein. Komm. Ach, das ist voll. Wahnsinn, nicht? Gut, dann muss es erstmal so bleiben. Hier wollte ich mal ausprobieren, ob da nicht ein bisschen mehr rumkommt bei. Da kommt irgendwie gar nichts mehr rum. Doch, da kommt was bei rum. Aber auch nicht zu viel. Und der hat uns das ganze Sand schon durch und nur die paar... Das ist natürlich schlecht.
Ich arbeite mal ein bisschen schneller hier. 24, dann machen wir hier mal 12. So. Und hier machen wir auch 12 Stück. Dann haben wir schon mal ein paar von den Viechern. So, 1, 2. Das kann raus. Dann brauchen wir 24 mal machen wir. Machen wir das so. 24 mal davon haben wir. So, dann kommen die jetzt hier rein. Und die kommen da rein. Und Feuer frei. So, nur läuft das. Da haben wir schon mal die Prozessoren, die wir brauchen. Was wir jetzt noch brauchen. Jetzt habe ich wieder keinen Sand. Das ist natürlich jetzt denkbar schlecht. Der wird schon durch sein mit dem Scheiß. Sehr schön. Wieder keinen Sand. Können wir eigentlich aus Kobbel, können wir doch auch Sand machen, oder? Müsste doch hier gehen, oder kommt da erst Gravel raus? Nein, da kommt Sand raus. Sehr schön. Und davon brauchen wir jetzt definitiv hiervon können wir leider jetzt auch noch nicht machen, aber schon mal vorbereiten wenigstens. Denn da brauchen wir wo haben wir das Teil? 6 Stück brauchen wir davon. Und da müssten wir jetzt schauen, hier 25, 38, dann machen wir mal 40 Stück. Hier auch mal 40 und 40 Redstone brauchen wir dafür. So, rein mit dem Zeug. Das dürfte auch gleich durch sein. So, schön. Oh, gab jetzt doch ordentlich. Quatsch, was haben wir denn hier? 2, 3, 4, 5. Brauchen wir. Gut, haben wir das. Die können da rein. Und zwar brauchen wir ja diesen Energy Receptor. Sollten wir eigentlich zuerst machen. Das wäre eigentlich wichtiger. Ach, wir brauchen einfach irgendwie alles, ne? Das kriegen wir aber hin. Das Ding. So. Das kriegen wir hin. Und jetzt müssen wir irgendwo unser ME-System hinbasteln. Da würde ich sagen, setzen wir das Teil mal hier hin. Das werden wir disablen. So. Und jetzt können wir unser... Was war das? E2 war das, glaube ich. Genau. Das Ding brauchen wir. Heißt, wir brauchen jetzt die Kabel. Das war normales Glas, oder? Müsste das gewesen sein. Oh, da haben wir auch gleich nochmal 64 von den Dingen. Sehr schön. Lass mal da rein. Dann... Ich glaube, das war so, ne? Genau. Machen wir mal ein paar Käbelchen. Brauchen wir die und die. Die reichen uns auch erstmal. So. Einen Hopper hatten wir noch, glaube ich. Da. Und eine Kiste brauchen wir auch noch. Da haben wir auch noch eine. Und jetzt kommt's. Jetzt brauchen wir nämlich 6 davon. Das heißt, das kriegen wir hin. Das war, glaube ich, Kabel unten. Hopper da. Kiste in der Mitte. Genau. Hätten wir das erledigt, kann das Ding auch erstmal hier dran. So. Ich hoffe, dass das so klappt. Müsste eigentlich so gehen. Sand brauchen wir. Da machen wir jetzt auch gleich, nehmen wir ein ganzes Stack hier dafür.
wie sie sieht. Dann haben wir da erstmal Ruhe. Das Ding kann da rein. Macht der was? Das klappt, sehr schön. Dann sind wir damit auch durch. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt auch für die Folge. Sowieso schon wieder überzogen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter. Wie gesagt, ich werde von den Seeds ein bisschen offscreen arbeiten. Das ME-System, da werde ich, das werde ich natürlich nicht offscreen machen, klar. Und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein!